Hallo meine Mäuse, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, bin ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja. So, meine Lieben. Und ihr wisst ja, ich hatte euch ja erzählt, dass ich mal geschaut habe nach einer ausländischen Box. Und ich habe eine ergattert oder eine gefunden, sagen wir mal so. Die kommt aus England. Und es handelt sich um die Pieps... Piepbox. Ihr wisst ja, mein Englisch ist nicht so gut, ich bin mit der Fremdsprache bin ich nicht so mächtig. Deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich was falsch ausspreche. Ne? Ja, ich denke mal, wir fangen einfach mal an und dann werde ich euch alles weitere über diese schöne Box erzählen. So, meine Lieben, das ist das gute Stück, ist auch noch eingepackt. Ich war noch nicht neugierig, habe auch noch nicht reingeschaut. Wie gesagt, das war meine erste Box. Ich habe auch kein Abo abgeschlossen. Ich habe mal diese Box kostet jetzt 22 Euro plus, ich glaube, ich habe noch was zusätzlich bestellt. Das ist so ein Geschenkegriff oder wie es sich nennt, so ähnlich. Ne? Auf jeden Fall habe ich dann zusätzlich noch zwei Masken bekommen. Zwei Masken und eine Creme. Ich denke mal, hier ist Hanf mit drin. Ne? Die habe ich auch schon einmal ausprobiert abends nach der Reinigung. Ist im Grün natürlich. Ich zeige euch die gleich mal, weil ich habe die ja schon auf. Ich zeige euch mal die Formel. Auf jeden Fall sollte man das beachten, was da drauf steht, weil es kann wohl nicht jeder vertragen, wegen dieses Produkt, was hier drin ist. Es steht zwar alles nur auf Englisch und auf Französisch drauf. Aber ich hätte mal geguckt. So. Auf jeden Fall wollte ich euch erzählen, was zu der Box. Auf jeden Fall, die Produkte, die hier drin sind, sind tierversuchsfrei und vegan. Auf jeden Fall. Diese Box tut nur Produkte rein, die tierversuchsfrei sind und vegan sind. Auf jeden Fall. Das ist, ich werde euch die Informationen oder die Internetseite werde ich euch unten natürlich verlinken. Ja. Auf jeden Fall habe ich für meine erste Box 22 Euro bezahlt, plus noch irgendwas. Und dadurch kam Zoll. Zoll muss ich zahlen, leider. Zoll und diese einmalige Postgebühr. Dadurch kam die Box mir natürlich jetzt teurer. Über 30 Euro natürlich, ne? Aber wie gesagt, wenn man dieses Geschenkset nicht dabei nimmt, da kommt man auch nicht über die, ich glaube, 25 Euro. Wenn man die ja nicht überschreitet, dann braucht man auch keine Zollgebühren bezahlen, ne? Ich werde euch mal eben die einzelnen Abos sagen. Ich habe mir das nämlich aufgeschrieben. Wenn man, wie gesagt, man kann ohne Abo kann man die kaufen, kostet 22 Euro. Der Wert liegt immer um die 55 Euro. Auf jeden Fall im Abo. Wenn ich ein Abo abschließe, kostet mir die einzelne Box jeden Monat 19,99 Euro. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die jederzeit kündbar ist, wenn man die im Monatsabo abschließt. Aber ich werde nochmal nachschauen. Und wenn ich was finde, werde ich euch das gerne unten in die Infobox reinschreiben. Für 3 Monate im Voraus muss man zahlen 55 Euro. Ich hoffe, dass das Euro sind und nicht Pfund. Kann auch sein, dass das Pfund sind. Ne, ich weiß das jetzt nicht so genau. Entweder Euro oder Pfund auf jeden Fall. Für 6 Monate im Voraus 110 Euro. Und wenn man die 12 Monate abonnieren will, im Voraus 220 Euro. Oder einmal eben die 22 Euro, dann habt ihr kein Abo abgeschlossen. Wie gesagt, ihr müsst euch das selber mal ausrechnen, was sich besser lohnt. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Wie gesagt, dann müsste das ja jeden Monat kündbar sein für 19,99 Euro, wenn ich ein Jahresabo abschließe, im Voraus 220 Euro bezahle. Dann denke ich mal, dass das monatlich kündbar ist dann. Aber wie gesagt, ich schaue mal nach. Und wenn ich das finde, ich hoffe, ihr werdet bestimmt was finden, Informationen, dann werde ich euch die unten reinschreiben. So, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe jetzt 22 Euro bezahlt, plus Einfuhrgebühren, Zollabgaben. Naja, egal. Ist egal, das ist mir auf jeden Fall wert. Die Sachen sind, wie gesagt, tierversuchsfrei und vegan. Ne? Und ja, wie gesagt, ich habe 2 schöne Masken hier drin, die werden wir auf jeden Fall mal testen. Ich hab mir gedacht, wir werden mal so eine Maskenwoche machen. Werde ich mir jeden Abend, werde ich dann ein kurzes Video darüber drehen.
und mein Urteil dann sagen, wie die Masken so waren. Und dann werde ich euch das dann zeigen im Video. So, auf jeden Fall so zwei Masken, ne? Und diese Hanfcreme, auf jeden Fall. So, kommen wir jetzt zu der Box. Ich erzähle euch schon wieder eine Frikadelle an der Backe. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ist egal, ich bin ja gerne bei euch. So, auf jeden Fall ist die Verpackung kommt immer so. Meine Verpackung kam jetzt natürlich im anderen Karton, weil ich die anderen drei Produkte hatte. Aber eigentlich wird die Box so verschickt und die kommt auch so bei euch an. Nur dass eben halt die Klebis hier drauf sind, eure Adresse und vielleicht noch was anderes, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt die Box so zu euch und keine andere Verpackung ist mehr drum. So, machen wir die Box jetzt mal auf. Jetzt muss ich mal eben gerade gucken. Jetzt habe ich das nicht hier. Ich hoffe, dass ich die Box so aufkriege. Bestimmt ist ja Papier. Naja. Nehmen wir meinen Fingernagel. So, wie gesagt, das ist meine erste Box, ne? Komm, wir klappen die gemeinsam auf. Das ist ja noch die. Das ist die Februarbox. Zum Valentinstag sollte die, glaube ich, sein. Ja. So sieht sie aus, ne? Wie gesagt, die Boxen werden immer Anfang des Monats verschickt. Man hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ist klar, es kommt aus England, ne? Bis Zollabgaben, Zolleinfuhr und hin und her. Auf jeden Fall kam es an, auf jeden Fall. Trotz dieses Brexit, was die da haben. Ich weiß, ich kann das wieder nicht aussprechen. Ich wieder. Ich wieder. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ja. Ich sollte es, glaube ich, sein lassen. Auf jeden Fall haben wir einen Wert drin hier von 53 Euro. Denke ich mal. Hier steht was von total 53 Euro. Entweder sind das Pfund, habe ich gesagt. Naja, Pfund oder Euro, ich weiß das jetzt nicht. Ich werde euch die Preise raussuchen. Und dann werde ich euch die einblenden. Ich weiß jetzt nicht, ich muss erstmal gucken, ob das jetzt in Pfund ist oder in Euro. Weil ich kenne dieses komische Zeichen nicht, was da drauf ist. Ja. So, auf jeden Fall. Ich zeige euch den ersten Blick. So sieht es aus. So sieht es aus, ja. So, auf jeden Fall kommt mir ein Kokosnussgeruch kommt mir entgegen. So, auf jeden Fall ist das hier, ich glaube, das ist eine Schokolade. Ja, ich kann das leider nicht übersetzen. Auf jeden Fall ist das glutenfrei, glaube ich. Im Plastic-Free. Gluten- und Plastik-free. Ja, ich zeige euch das einfach mal. Vegan, ja. So, Schokolade. Ne? Ich mach mal auf, ob da wirklich kein Plastik drin ist. Doch, ist leider doch Plastik drin. Aber ja, gut, muss ja irgendwie verpackt sein. Ne? Aber das sind so kleine Täfelchen. Schaut mal. So kleine. Okay. Ja. Dann gucke ich mal nach die Preise und werde euch die dann einblenden. Ich weiß jetzt, ob das 1,69 € Euro oder Pfund sind. Das kann ich euch jetzt leider nicht sagen. So, das ist das erste Produkt, was da drin war. Dann haben wir, oh, hatte ich noch nicht, eine Seife. Muss mal eben gucken, ob das ein Shampoo, ein Shampoo ist das, ne? Ja. Ein Shampoo für die Haare. Okay. Ich glaube, das kostet auch so 3, 4 Euro, ne? Okay, da steht was von 6,99, aber 6,99 kosten die, glaube ich, nicht. Ich war gestern noch in Rossmann, bin da dran vorbeigelaufen. Okay, da steht was von, hier drin steht was von 6,99. Okay, auf jeden Fall sieht das so aus. An so ein Bändchen, das finde ich ja total gut, an so ein Bändchen, ne? Dann ist das in der Dusche nicht so in dem, da kann er gut abtropfen, auf jeden Fall in der Dusche. Das meine ich damit. Ne? Ah, das gefällt mir, das riecht voll nach Urlaub. Ich denke sofort an mein Hotelzimmer. Oh, das riecht gut. Ja, das finde ich toll. Ja, das ist auf jeden Fall ein Shampoo. Das werde ich ausprobieren, wenn mein anderes Shampoo leer ist. So, das ist gut. Das war die Seife. Dann haben wir hier drin einen Löffel. Ich weiß nicht, wofür der Löffel sein soll. Auf jeden Fall haben wir einen Holzlöffel drin. Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall haben wir einen Holzlöffel drin. Ja, okay. Ein Löffel, da steht auch leider nichts hier drin in dem Prospekt. Okay, auf jeden Fall ist das ein Löffelchen.
Okay, aber ich bin nicht für Holz. So, wenn ich das an dem Eisstiel denke, so, geht direkt meine Zähne zusammen. So, dann haben wir hier, okay, kenne ich nicht. Hier ist so was Eingepacktes. Ja. Okay, ich mach das mal auf. Ich kann das jetzt leider nicht. Irgendwie ein Puder ist das. Setting Powder. Setting Powder ist das. Ist leider alles nur auf Englisch hier drauf. Das ist auch gut. Man kann nicht Englisch, aber ich muss eine ausländische Box bestellen. Das ist wieder was für mich. Aber wie gesagt, ich werde euch die genaue Information. Aber ich denke mal schon, dass das ein Puder ist. Okay, von außen ist das. Schade, schade, der Deckel war wohl nicht weg, oder? Doch, Deckel ist drauf. Puder. Ich zeige euch das nochmal. So. Firma kenne ich noch nicht. Wir machen das mal auf. Das muss ein Setting Powder sein. Okay. Oh, alles raus. Schaut mal. Das ist so voll, dass das alles schon rausgekommen ist. Hätten sie lieber eine größere Düsse nehmen sollen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das wieder mache. Das ist natürlich blöd. Das gefällt mir nicht, wenn das halbe Produkt schon entgegenkommt beim Aufschrauben. Ja, schaut mal. Das muss ich ja bemängeln. Das gefällt mir nicht. Fühlt sich auf jeden Fall weich, fühlt sich an. Nur schade, dass das Döschen zu klein ist. Dann, wie gesagt, dann wird das nicht rauskommen, ne? Okay. Das fühlt sich ja gut an. Hat auch keinen Geruch. Ne, ist gut. So. Nur schade, wie gesagt, dass das Produkt mir schon entgegengekommen ist. Das ist natürlich hier alles voll, ne? Naja. Das ist ein bisschen blöd gelöst. Schade. Okay. Guck mal, das war alles auch an der Dose jetzt dran. Ich muss auch ein bisschen meckern. So. Aber fühlt sich gut an, ganz weich. Ja, das wird dieses Setting Powder. Schade. So, dann haben wir. Okay, das muss ein Salzschrubbzeug sein für die Bade zum Duschen. Irgendwas mit Salz. Das muss mit Salz und Rosenduft. Hört ihr das? Ich traue mir das gar nicht aufzumachen. Ja. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ich mache das mal auf. Das sind alles vegane Produkte und tierversuchsfreie Produkte, ne? Ich mache das mal auf. Okay. Okay. Das ist Salz, ja. Oh, das riecht nach Rose. Gut riechen tut das ja. Das ist so ein kleines Döschen. Ich weiß gar nicht, wie weit ich damit komme. Ob das nur für einmal ist, ich weiß nicht. Aber riechen tut das wunderbar. Wer Rose mag, der ist damit vollkommen abgedeckt. Oh, riecht tut das gut. Oh, ja. Oh, wenn ich so den ganzen Tag riechen würde. Oh gut, nicht den ganzen Tag, aber so einen leichten Geruch auf der Haut, wäre nicht schlecht. Ja. Firmen werde ich euch einblenden, für welche Firma das alles ist. Dann könnt ihr selber mal nachschauen. Wie gesagt, ich kenne die ganzen Produkte, kenne ich noch nicht. Ne? So, jetzt haben wir auf jeden Fall, das kenne ich, die Firma kenne ich, aber ein Produkt habe ich davon nicht. Von Line Crime. Von Line Crime haben wir ein Lipgloss, ist ein Lipgloss, Lipstick. Matter Lipstick soll das sein. Ja. Von Lime Crime habe ich noch nichts. Okay. Oh. Okay. So ist das. Knallroti. Ich werde den mit dem Zwatschen. Oh. Oh ja. Schaut mal. Und das nochmal machen. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, wir warten mal, ob der eintrocknet. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ja. Das ist ein schönes Produkt. Ich mag ja rote Lippenstifte, so ist das ja nicht.
So, dann haben wir jetzt noch ein Produkt drin. Und zwar, dieses Produkt, Face Zero. Ich hoffe, dass das richtig ausgesprochen ist. Ich denke mal wieder nicht. Aber ist nicht schlimm. Wir können ja nicht alle oberschlau sein. So. Schau mal. Das sieht so aus, wenn man es auspackt. Schwarz, schlicht, das finde ich gut. Ich mag schwarz. Mach das mal auf. Wie viel Gramm haben wir? 4 Gramm ist hier drin. Ne? Oh. Das ist ein Rouge. Das ist eine schöne Farbe. Ich mag ja solche Farben. Bin ja eher für solche Farben. Ne? Wir zwatschen den mal. Da ist ein bisschen Schimmer mit drin. Ein schöner Spiegel auf jeden Fall, ein großer. Oh, er fühlt sich samtweich an. Oh. Das ist so eine Peach-Farbe, ne? Pfirsich-Peach. Ist das Pfirsich-Peach? Würde ich jetzt sagen, dass das peachig ist. Ja, Schimmer auf jeden Fall. Guck mal eben. Schaut mal. Ja. Schön, oder? Ja. Wie gesagt, ich hab jetzt 22 Euro bezahlt, weil ich die nicht im Abo gekauft habe. Gut, war jetzt blöd mit dem Zoll, weil ich diese Griff da noch mitbestellt habe für 2 Euro, paar Quetschte, glaube ich, oder 5,95 Euro, ich weiß nicht. Es war, glaube ich, entweder 3 Euro oder 5 Euro und habe ich noch extra bezahlt, wie gesagt, für die Produkte. Aber ist egal, ist nicht schlimm. Auf jeden Fall haben wir tolle Produkte drin, die Box ist jetzt auch leer. Die Box ist leer. Wir haben jetzt, wir haben auf jeden Fall 2 dekorative Produkte drin gehabt, ne, in der Box. Wir haben den tollen Blush drin gehabt. Den werden wir auf jeden Fall mal im Schminki Schminki sehen. Den Lippenstift werden wir auch testen im Schminki Schminki. Von Rhyme Prime. Das ist mein erster Lippenstift. Lippenstick. Ja. Ja. Wie gesagt, die Preise werde ich euch raussuchen und werde euch die einblenden. Ja, aber der trocknet ein. Schaut mal, der ist schon fast eingetrocknet. Na? Ich gehe mal nochmal gucken. Ja, der wird fest, na gut, ganz ist der jetzt nicht, weiß ich nicht, vielleicht trocknet der ganz ein. So, dann haben wir dieses Rosensalz, dieses Rosensalz für eine Dusche zum Abrubbeln. Schauen wir mal, wie weit man damit kommt, ne? 2-mal oder so, ich weiß nicht. Dann haben wir diesen Holzlöffel, ich weiß nicht, wofür der Holzlöffel sein sollte, keine Ahnung. Wenn ihr wisst, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren schreiben. Dann haben wir dieses Setting Powder. Ja, gut. War ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil mir das schon halb entgegengekommen ist. Schade. Ne? Ja. Aber das fühlt sich gut an. Vielleicht unterm Auge oder so. Leicht. Dann hatten wir die Schokolade noch drin, die vegane. Ne? Und dieses Shampoo. Und dieses Kokosnuss-Shampoo, was ich auch ganz toll finde. So, meine Lieben, wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann würde ich mir wünschen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, dann vergesst doch nicht, ein Abo da zu lassen. Und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr mein nächstes Video nicht verpasst. So, meine Lieben, das war's schon. Ja, ich sag mal jetzt Tschüss. Denkt daran, passt auf euch auf, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, ciao.